Ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung Unteilbar solidarisch gegen Hass und rechte Hetze von Die Linke Kreisverband Stuttgart. Und ich begrüße auch unsere Gäste, einmal den Herwald Dimmeldörn, Bernd Riesinger und Matthias Renner. Und bevor wir dann mit der... Genau, danke schön, dass Sie da waren. Bevor wir dann mit der Podiumsdiskussion anfangen und ich euch mit meinen Fragen durchlöchere, würde ich sagen, dass ihr euch mal selber kurz vorstellen könnt, so ganz kurz und knapp, dass alle Leute hier im Saal euch kennenlernen. Und so. Dann kannst du anfangen, Herbert, wenn du möchtest. Ja. Test, ja. Vielen Dank, Arno, für die Einladung. Genau, ich bin Herbert Dimmeldörn, bin sozusagen eingeladen worden zum Thema. Ich war bis letztes Jahr 5 Jahre lang Leiter der Fach- und Beratungsstelle Leuchtlinie. In dieser Tätigkeit habe ich mitunter auch Menschen in Baden-Württemberg beraten, die eben von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen sind oder waren. Und seit Anfang dieses Jahres arbeite ich bei der Fachstelle Mobirex. Dort betreiben wir ein Monitoring, tragen Informationen zusammen und konzipieren Beratungskonzepte im Themenfeld extreme Rechte und daran anknüpfende Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. So viel zum ersten Mal. Ja, ich bin Bernd Riesinger, war lange Parteivorsitzender der Linken, kandidiere hier für den Bundestag, für Wahlkreis 1. Freue mich, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit oder viel mehr Zeit habe für die Stuttgarter und für die Baden-Württemberger und hoffe natürlich auf ein tolles Ergebnis für die Linke und insbesondere für ein ganz tolles Ergebnis für Stuttgart. Ja, mein Name ist Martina Renner. Ich bin Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion. Wir sind die einzige Fraktion, in den Ländern ist es auch so, die diesen Titel hatte. Bin ich unglaublich stolz auch ein bisschen, weil wir, glaube ich, auch mit am entschiedensten, mit gemeinsam mit vielen Bündnissen den Kampf gegen rechts führen. Und ich bin Thüringer Abgeordnete und war vormals im Thüringer Landtag, auch Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss und schreibe nebenher und publiziere auch eine ganze Menge in antifaschistischen Magazinen zu extremen Rechten und zu Geheimdiensten. Also die eigentliche und zentralste Aufgabe ist, die Menschen, die eben eine Gewalterfahrung haben, eine rechte, rassistische oder antisemitische Gewalterfahrung haben, dass sie zuerst mal von uns wissen. Das war schon in den ersten Jahren sehr schwierig. Einmal, weil einfach das nicht bewusst war. Wir aber auch nicht finanziell so gut ausgestattet waren, dass wir eben solche Menschen beraten. Idealerweise haben wir die Menschen erreicht über ein eigenes Monitoring. Das heißt, tagtäglich haben wir Zeitungsmeldungen, Polizeimeldungen recherchiert oder auch Hinweise bekommen oder in einigen seltenen Fällen auch Hinweise von ZeugInnen bekommen, sodass wir dann sozusagen Beratungsangebote verbreiten konnten den Betroffenen, um dann sozusagen zu schauen im Gespräch, was brauchen diese Menschen. Diese Menschen sind von einer spezifischen Gewalt betroffen, und zwar geht es hier um eine politisch motivierte Gewalt, die eben sich nochmal von der Beziehungstat, regulären Straftat, auf Grundlage einer Beziehungstat ja maßgeblich unterscheidet. Es geht hier um eine politische Motivation, das heißt, die TäterInnen haben oftmals oder in der Regel eine Ungleichwertigkeitsvorstellung, eine Ungleichwertigkeitsideologie. Sie sehen sozusagen die Opfer als weniger wert, als nicht zugehörig, markieren sie als Feindbilder, als StellvertreterInnen für eine gedachte Menschengruppe, die eben nicht hierher gehört, entmenschlicht werden und dann Opfer einer rechten Gewalttat werden. Das sind oftmals nicht, wie man vielleicht in der alten Denkweise, sind Menschen, die der extremen Rechten zugehörig sind, also die TäterInnen, von denen spreche ich, sondern das sind oftmals, und ich spreche aus der Erfahrung, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die eben sagen, ich gehöre keiner rechten, extrem rechten Szene an. Und diese Menschen, die Betroffenen, unterstützen wir dahingehend, dass sie erstmal Anerkennung und Würdigung bekommen, dass da erstmals einer vor, oder eine vor ihnen sitzt und sagt, ja, ich glaube dir, ich glaube, ich schenke dir Glauben in dem, was du da schilderst, dass es eine rechte Tatmotivation ist, weil die oftmals bei der Anzeigerstattung eben
wenn die Polizei die Straftat erfasst, es eben nicht als rechte Straftat erfasst. Und so wie die Ersten sind, die eben das so wahrnehmen und dann unterstützen beim Finden einer kompetenten Nebenklage, Anwältin oder Anwalt, Betreuung, Begleitung, dahingehend, dass eben dieser Prozess dauerhaft von jemandem kontinuierlich betreut wird, dass psychosoziale Hilfe in Anspruch genommen werden kann und zum anderen auch finanzielle Unterstützung. Das ist mitunter eines der wichtigsten Faktoren, dass eben diese Menschen, die dann eine Anzeige starten oder in Gerichtsverfahren gehen, eben auch Geld haben, um einen Anwalt leisten zu können. Das korreliert oftmals auch Menschengruppen, die betroffen sind von rechter Gewalt, sind dann eben auch Menschen, die prekären Lebensverhältnissen sind. Das ist auch eine Wahrheit, die ausgesprochen werden muss. Und dann geht es dann darum, die insgesamt zu stabilisieren, ihren Fall zu erfassen und bei Wunsch auch das sichtbar zu machen, nach außen zu tragen. Das ist natürlich dann die größte Herausforderung, weil eben rechte Gewalt, Rassismus per se, extreme Rechte in unserer Gesellschaft immer noch als Randphänomen betrachtet worden ist, durch das Engagement zahlreicher Menschen, wie eben, ich kann hier einfach ein paar Namen nennen, wie zum Beispiel auch Martina Renner oder auch Luigi Pantisano, die so öffentlichkeitswirksam in Bund oder hier in Stuttgart oder in Wartenberg eben dagegen sich engagieren und für eine Gesellschaft der vielen einstehen, dass es eben mehr Raum bekommen hat. Also der Glaube daran, dass eben extreme Rechte doch ein Problem ist, auch in Baden-Württemberg, nicht nur im Osten. Und das ist so die Arbeit, die wir gemacht haben, und das war schon eine große Herausforderung, ist weiterhin eine große Herausforderung, weil ich denke, auf so einer Metaebene ist es immer eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, ein Aushandlungsprozess, wer hat eigentlich die Dominanzhoheit über die realen Zustände unserer Gesellschaft. Und da sind wir eigentlich gerade dabei, dass Betroffene, die sich selbst organisieren, eben ein Gegennarrativ aufbauen durch die Unterstützung und Solidarität vieler Menschen, die eben diese Menschen lauter stellen und ihnen Gehör verschaffen. Danke, Ewan. Ich muss sagen, also ich habe auch oft Drohungen bekommen oder Besuche von Nazis, und ich habe auch dieses Beratungsangebot auch angenommen und war bei der Leuchtlinie sozusagen. Was ich sagen kann, ist halt, dass es sehr, sehr gut tut, den Betroffenen sozusagen, dass sie halt wirklich diese Anerkennung bekommen und dass sie halt Menschen sehen, die wirklich hinter jemanden stehen. Deswegen danke für eure Arbeit, die ist sehr, sehr wichtig, kann ich auf jeden Fall sagen. Genau. Genau, dann komme ich zu der nächsten Frage an Martina am besten. Du selbst hast ebenfalls Drohbriefe bekommen, also vom sogenannten NSU 2.0. Wie groß ist die Bedrohung von rechts? Nicht mit diesen Drohbriefen beantworten, sondern einfach nochmal erinnern an das Attentat auf Walter Lübcke, an den Anschlag in Halle und in Hanau. Und ich glaube, das beantwortet diese Frage. Und wer gestern Abend zum Beispiel das Triell gesehen hat, ich meine, da ist dieses Thema rechte Gewalt und rechter Terror nicht einmal genannt worden. Das finde ich schon auch bemerkenswert, als wären eben diese Anschläge, Attentate überhaupt nicht passiert. Und wer jetzt meint, diese Gefahr sei gebannt, der irrt. Wenn man sich die nackten Zahlen ansieht, rechte Gewaltstraftaten haben wir eine Zunahme seit den letzten Jahren kontinuierlich. Und nicht nur das, wir fragen auch zum Beispiel als Bundestagsfraktion immer, wie viele dieser Gewaltstraftaten sind unter dem Einsatz von Waffen und Sprengstoff begangen worden. Und auch diese Zahlen steigen. Das heißt, wir haben es mit einer nicht nur organisierten, sondern auch einer bewaffneten rechten Szene zu tun. Wir fragen auch, welche Waffenfunde gibt es? Also zum Beispiel, hier im Baden-Württemberg-Thema. Ihr seht alle diese Meldungen in den Nachrichten. Irgendwo ein Depot gefunden im Wald, keiner weiß, wem es gehört. Oder bei einer Razzia, bei einem Neonazi zu Hause im Keller gegangen und da ist alles voll. Ja? Und was sind das für Waffen? Das ist auch nochmal ein Spezifikum der letzten Jahre. Wir haben immer mehr Waffen darunter, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegen. Das sind Maschinenpistolen, das sind Schnellfeuergewehre, das sind große Mengen an Sprengstoff, das sind Granaten. Das heißt, die sind zum Teil ausgerüstet wie für eine rechte Bürgerkriegsarmee. Ja? Alleine zum Beispiel im Kontext dieser Rechtsterrorgruppierung in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein, sind mehr als 50.000 Schuss Munition festgestellt worden. Das ist nicht mehr für den Privatgebrauch. Ja? Da wird
in einer Dimension in der Rechten mobilisiert auf einen Tag X und sich entsprechend auch präpariert. Ich persönlich mag dieses Wort Prepper in dem Zusammenhang nicht, weil man denkt da an Ravioli-Dosen. Aber man bereitet sich auf so etwas wie einen gewalttätigen Umsturz, zum Teil eben auch, weil Polizisten und Militärs darunter sind, würde ich sogar so weit gehen, ein Teil davon denkt auch tatsächlich an einen Militärputsch, also auch in solchen Szenarien. Und diese Entwicklung ist kontinuierlich die letzten Jahre zu beobachten und sie wird auch nicht eingedämmt. Es ist nicht so, dass die Repressionsmaßnahmen des Staates darauf gerichtet sind, die Szene zu schwächen oder zu zerschlagen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Nach dem Mord an Walter Lübcke hätte man jeden Nazi in Kassel, der mit den damals schon Tatverdächtigen, und es war klar, aus welcher Szene es kommt, Kameradschaft Kassel, Verbindungen zum Terrornetzwerk Combat 18, diese Leute waren schon ja im Grunde auf dem Schirm im Zusammenhang mit dem NSU-Mord in Kassel. Jeder dieser Nazis hätte man sofort durchsuchen müssen, Vorlagen müssen, Druck aufüben müssen, um die Strukturen, um die Netzwerke zu verstehen hinter dieser Tat. Das hat man nicht getan. Und das führt dazu, dass die virulente Gefahr aus diesen Strukturen halt bis aktuell immer fortbesteht. Und die Möglichkeit, ich finde auch von Rechtsterror, ist jederzeit gegeben. Und die ist auch nicht nur gegeben, weil sie bewaffnet sind und weil sie organisiert sind, sondern weil es auch etwas mit dem gesellschaftlichen Rechtsdruck zu tun hat. Das muss man halt auch, glaube ich, dann nochmal in dem Zusammenhang ganz klar benennen. Wenn es nicht weit über die organisierte extreme Rechte eine Vorstellung geben würde, es ist jetzt die Stunde gekommen, wo es legitim ist, ja, in der Vorstellung, er wird ein vermeintliches Widerstandsrecht herbeifantasiert, man hätte das Recht zur Selbstjustiz, sich zu bewaffnen und loszuziehen und den nächsten öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie zu stürmen und so denn in dem Wording, auch das die AfD dann zum Teil ja auch hat, irgendwie, dann treibt man die Journalistin auf die Straße, ja, oder man stellt die Politikerin an die Wand. Und wenn es nicht dieses erweiterte Umfeld gäbe, was so denkt und so redet und sich auch entsprechend in Chatgruppen organisiert, das ist ja auch ein bisschen das Narrativ von denen, die auf vor einem Jahr auf den Reichstagsstufen standen, ja, irgendwie, und jetzt ist es soweit, wir stürmen das Parlament. Ohne dieses gesellschaftliche Umfeld, die autoritäre Rechtsentwicklung, die AfD, glaube ich, wäre die Wirkmächtigkeit der organisierten, bewaffneten extremen Rechten auch geringer. Das hat etwas damit zu tun, dass die sich gegenseitig natürlich auch aufputschen und bedingen. Und deswegen, ja, also die Gefahr ist groß. Ich halte wirklich auch jederzeit es für möglich, dass es weitere, auch tödliche Anschläge aus diesem Bereich gibt und über die notwendige gesellschaftliche Gegenwehr, da reden wir wahrscheinlich dann nochmal in der nächsten Runde. Es soll ja nicht jetzt pessimistisch wirken, aber die Bestandsaufnahme ist nicht sehr optimistisch. Danke, Martina, für die Antwort und dann komme ich zu Bernd. Auch in Unternehmen wie zum Beispiel Daimler versuchen Rechte immer sich weiter zu organisieren und zu verankern. Welche Rolle spielen Gewerkschaften bei der antirassistischen und antifaschistischen Arbeit? Ja, eine interessante Frage. Also da gibt es keine klare Antwort, aber eine ist ja schon klar, wir haben unter Gewerkschaftsmitgliedern, was mich wirklich zutiefst empört, aber auch verletzt, weil ich Gewerkschafter aus Überzeugung bin, einen sehr hohen Anteil an AfD-Wählern. Also das muss uns natürlich nachdenklich stimmen. Also wenn gerade in Baden-Württemberg in bestimmten Bereichen 28% der Arbeiter und Gewerkschaftsmitglieder AfD wählen, dann läuft was schief. Dann muss man auch in den Gewerkschaften natürlich darüber nachdenken, was passiert da eigentlich. Andererseits haben die Gewerkschaften in den Betrieben viel gemacht gegen Rassismus. Also die ganzen Aktionen, mach meinen Kumpel nicht an. Auch die Frage der Solidarität haben die Gewerkschaften nie unterschieden zwischen Migrantinnen und Migranten
und sogenannten Biodeutschen oder anderen Arbeitern, sondern sie haben immer versucht, in den Betrieben da eine Einheit herzustellen. Aber offensichtlich ist in der Gesellschaft das abgelaufen unter der Hand, dass viele anfällig sind für die rechte Demagogie. Und ich glaube, dass es zwei Ursachen hat. Die eine ist, dass Ängste da sind, insbesondere komischerweise bei den Arbeitern, denen es gar nicht so schlecht geht. Also früher war ja so, dass in den 20er Jahren die klassischen organisierten Arbeiter eigentlich nicht anfällig waren für den Faschismus, sondern eher Beamte, Angestellte, Ärzte und alle möglichen anderen Gruppen. Zum Teil ist es natürlich auch heute noch so, die AfD ist nicht so, dass die hauptsächlich die unteren Leute als Wähler haben, sondern 40% der AfD-Wähler haben einen akademischen Hintergrund. Also es sind oft gebildete Leute. Das schützt also auch nicht vor Rassismus oder vor rechten Ideologien. Aber ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Angst gemacht wird, dass Geflüchtete oder Migrantinnen und Migranten quasi den Lebensstandard oder die Arbeitsplätze der anderen bedrohen. Im Übrigen was nachweislich falsch ist. Es wird ja auch aus manchen dubiosen Kanälen bei uns gesagt, wo so viele Geflüchtete gekommen sind, das hätte die Löhne gedrückt. Nachweislich ist es umgekehrt. Die Löhne wurden durch die Agenda 2010 gedrückt. Und da wurde ein großer Niedriglohnbereich aufgebaut und 2015 haben die Löhne wieder begonnen zu steigen, als die große Flüchtlingswelle kam. Aber im Bewusstsein vieler Leute ist es anders im Kopf. Und gerade in der Industrie, das hat was mit diesem neoliberalen Modell zu tun, dass praktisch permanent dieser Konkurrenzkampf um Märkte, Absatzmärkte, hohe Produktivität runtergebrochen wird bis auf die kleinste Einheit. Mit Profitcenters wird verglichen und dann wird gesagt, wer am leistungsstärksten ist und wer am produktivsten ist, der kann auf dem Weltmarkt bestehen und kriegt dann sogar noch eine Gratifikation. Also 6.000, 7.000 Euro Prämie beim Daimler oder bei anderen. Das kriegen aber nicht die Leiharbeiter und kriegen auch nicht die Werkverträgler. Also da ist die Spaltung natürlich schon angelegt. Aber das fördert die Neigung derjenigen, die dann sagen, aufgrund von unserer Leistung bekommen wir mehr, sich nach unten abzugrenzen. Das ist in Deutschland leider weit verbreitet. Bevor man praktisch sich nach oben abgrenzt, grenzt man sich lieber nach unten ab, zu den Hartz-IV-Bezieherinnen, zu den Ausgegrenzten und eben auch zu den Geflüchteten oder zu den Migrantinnen und Migranten. Und deswegen ist der antirassistische Ansatz der Linken ein doppelter. Also erstens, wir müssen natürlich diese Spaltungen angehen, ja, und praktisch gucken, dass wir eine Solidarität formulieren zwischen diesen verschiedenen Gruppen der Beschäftigten und der Menschen im Land, also quasi die sozialen Ursachen der Rechtsentwicklung angehen. Aber gleichzeitig, und da gab es ja durchaus auch einen Streit bei uns, müssen wir klare Kante zeigen gegen Rassismus und gegen Rechts, und zwar überall. Das heißt, es muss Grundprinzip sein, dass wir weder die Stammtische noch die Plätze noch die Betriebe den Rechten überlassen und auch nicht die Gewerkschaften und überall dagegen halten, wo praktisch dieser reaktionäre und dieser rassistische Hass verbreitet wird. Ja, und das ist ja praktisch die Spur, die man immer wieder deutlich machen muss, dass die Abgrenzung nach unten falsch ist, sondern dass es gemeinsame Interessen gibt, die es zu betonen gibt. Aber das macht man nicht irgendwie, indem man nur die soziale Frage macht, sondern beide Fragen müssen zusammengebracht werden. Und ich bin sehr stolz drauf, dass die Linke auch in der größten Krise, wo wir hier wirklich einen harten Gegenwind hatten bei der vorletzten Landtagswahl, wo du das Gefühl hattest, die AfD, die geht praktisch in die Decke, ja, hatten wir auch auf unserem Parteitag trotz heftiger Auseinandersetzungen mit über 95% unseren flüchtlingspolitischen Kurs und unseren Kurs zur Migration keinen Millimeter aufgeweicht. Weil es völlig klar ist, wenn du das machst in einer Situation, wo eine rechte Kraft hochkommt,
die mit nichts anderes arbeitet als mit Flüchtlingsfeindlichkeit und mit Rassismus gegenüber Migrantinnen und Migranten, dann darfst du als Linke keinen Millimeter weichen. Und deswegen hoffe ich, dass wir eine starke Kraft sind, jeden Tag gegen Rassismus und gegen rechtsradikale Kräfte im Land. Was ist das ausmachen? Ja, genau. Aber wo? Hier. Ja, wunder. Ah ja. Jetzt funktioniert es. Dankeschön. Das war unser erster Themenblock und ich würde auch gern zu Gewerkschaften noch kurz was sagen. Also ich sehe es immer wieder von meinem Vater. Also mein Vater ist auch seit 35 Jahren Gewerkschafter und er hat mir immer wieder Geschichten erzählt vom Betrieb sozusagen, wie es bei denen ist. Und er hat immer wieder erzählt sozusagen, also die Gewerkschaften machen echt eine gute Arbeit, vor allem im Kampf gegen Rechts, mit vielen Kampagnen, mit vielen Projekten sozusagen, die sie dann in ganz, ganz viele Betriebe reinbringen. Hier ist halt das Problem sozusagen, das ist ein Phänomen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich, immer wenn es irgendwie den Menschen schlecht geht, wird nach unten geschlagen sozusagen. Also man sagt dann, die nehmen uns den Job weg, die nehmen unser Geld weg. Und das ist ein Problem, was seit Jahrzehnten, also nicht seit 2015, sondern auch davor schon da war. Und das hat mein Vater auch schon damals erzählt sozusagen. Und er hat immer gesagt, wir müssen mit den Leuten reden, ins Gespräch gehen und dann sagen, also so erzählen, wie du es gesagt hast. Also die Abgrenzung nicht nach unten, sondern nach oben, weil die da oben machen das, was uns nicht gut tut. Und somit würde ich die erste Runde abschließen sozusagen mit meiner eigenen Erfahrung. Und dann würde ich gern weiter zu dir als Frage. Also jetzt gibt es mittlerweile auch vor allem nach dem Anschlag in Hanau ganz, ganz viele vermehrte Selbstorganisationen von Betroffenen. Also wie Migrantifa, wie Black Lives Matter Bewegung hier in Stuttgart, die WCF zum Beispiel. Wie schätzt du diese Entwicklung im Allgemeinen ein? Also ich kann nicht aus persönlicher Erfahrung schildern, weil ich da nicht organisiert bin. Ich bin da immer in Kontakt mit Menschen, zum Beispiel auch mit dir, der ja da auch aktiv ist. Genau, also von dem her nur von außen. Ich finde, es hat schon viel früher angefangen. Ich glaube, das hat ja schon nach Solingen oder nach Mölln angefangen, dass sich die Menschen organisiert haben. Und ich kann auch aus der Erfahrung meiner Eltern schildern, dass das auch vorher schon unter den Migrantinnen oder Communities, je nachdem, müssen ja nicht rassistische Übergriffe gewesen sein, können ja auch LGBTQ-feindliche oder auch so unterschiedlichste Merkmale, dass sich organisiert haben, aber mittlerweile vielleicht aus dieser unfassbaren Wut und auch der Klarheit nach der Aufarbeitung jetzt in Anführungsstrichen, dass der Staat vielleicht doch nicht für bestimmte Menschengruppen das sicherstellen kann, was er eigentlich im Grundrecht so suggeriert oder beabsichtigt, sagen wir mal, in guter Absicht, ne, verfolgt, aber es nicht sicherstellen kann, weil auch schwierig ist zuzugeben, dass in den eigenen Strukturen, zum Beispiel in Sicherheitsbehörden, vielleicht auch Menschen sitzen, die eben, denen es ganz gut gefällt, dass eben Menschen angegriffen werden, jetzt mal hypothetisch gesprochen. Dass diese Menschen erkannt haben, dass es eigentlich nur einen Weg gibt, und zwar sich selbst zu organisieren und sich zu verbünden mit anderen Initiativen, Organisationen. Es ist ja nicht nur so, dass diese Initiativen gedenken wollen an die Opfer, was ganz zentral ist, weil wenn man nicht vergisst, dann bleibt sozusagen der Widerstand weiterhin aufrecht und auch die Arbeit für eine Gesellschaft der vielen, für eine solidarische Gesellschaft aufrechterhalten, sondern es auch sozusagen noch mehr darüber hinaus eine politische Arbeit, eine Positionierung, einen Kampf eben gegen die Zustände, gegen die feindseligen Zustände und für eine Gesellschaft, wo Menschen eben partizipieren können, ernsthaft partizipieren können, wirklich die gleichen Rechte bekommen und in gleicher Sicherheit leben können als Menschen eben, die nicht aufgrund ihres Aussehens oder Sexualität oder aufgrund ihres Glaubens benachteiligt werden, diskriminiert werden, angegriffen werden. Und ich finde, was meine Wahrnehmung ist, so, dass diese jungen Menschen, würde ich mal sagen, sehr viel speisen aus der kollektiven Erfahrung der Migrantinnen und Migrantenbewegung von früher, sicherlich auch ganz stark, das ist jetzt meine Hypothese, aus gewerkschaftlicher Arbeit, aus antirassistischer, antifaschistischer Arbeit
Und das vermengen oder vermengen mit eben den Widerständen der Migrantinnen, Arbeiterkämpfe unter anderem. Und natürlich auch Zugriff haben, sprachmächtig sind, gebildet sind, vernetzt sind über Social Media und wissen auch, wie man Widerstand effektiv leistet. Genau, also auch zu dem Thema. Also ich habe ja hier mit ein paar Freunden zusammen die Migrantenhilfe Stuttgart gegründet und unsere Beweggründe waren damals auch, dass wir dann also wir wussten es davor schon, aber wenn man halt sich Hanau anschaut und dann halt den Mord an George Floyd, den es ja auch im Prinzip hier gab sozusagen, und dann haben wir uns halt wirklich, dann war uns klar, okay, hey, wir müssen jetzt uns selbst ein bisschen organisieren und selbst diese ganze Aufgabe in die Hand nehmen, weil es der Staat halt nicht tut und seit Jahren nicht tut. Und da muss ich sagen, also da spielt die Wut und die Trauer sozusagen gleichermaßen mit und so tun wir auch unsere Arbeit dann auch gestalten. Genau. Genauso auch der Wunsch nach einem solidarischen Leben. Also das ist, glaube ich, die Absicht, das Ziel. Das wollte ich nochmal ergänzen, aber sorry. Genau. Dann komme ich zu der nächsten Frage an Martina. Du hast ja schon gesagt, du bist Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag. Welchen Teil nimmt die Linke im Kampf gegen Rassismus und Faschismus ein? Naja, das müssen auch erstmal Menschen von außen beurteilen. Ich kann nur sagen, was unser Anspruch ist. Der Anspruch ist erstmal, dass es für uns absolut selbstverständlich ist, dass wir uns gegen alte und neue Nazis und die dahinterliegenden Ideologien der Ungleichheit wenden. Genauso selbstverständlich, wie wir für eine solidarische Gesellschaft gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit kämpfen. Es gibt da nicht das eine Thema, was das andere aussticht, sondern das gehört zusammen. Bernd hat das, glaube ich, eben auch ganz gut gezeigt, dass eben diese Dinge soziale Gerechtigkeit und Kampf gegen Rechts auch untrennbar miteinander verbunden sind. Aber es reicht nicht nur, das zu sagen oder auch programmatisch zu formulieren, sondern es muss halt auch eben in Praxis umgesetzt werden. Das machen viele auf der Ebene der Kommunen, indem sie sich in Bündnissen vor Ort engagieren. Andere sind Teil von antifaschistischer Recherche, die unerlässlich ist, wenn wir etwas wissen wollen über die derzeitige Ausprägung der extremen Rechten. Wir können nicht darauf warten, dass irgendwelche Sicherheitsbehörden vorbeikommen und uns eins erzählen, ja? Weil sie sind erstmal meistens Jahre hinter der Entwicklung, ja? Bis sie verstanden haben, was die AfD ist. Da haben wir gesagt, das sind Faschisten. Da haben sie noch gesagt, weiß ich nicht, ob wir die Rechtspopulisten nennen wollen. Ja? Als wir gesagt haben, die Szene bewaffnet sich, haben sie gesagt, ja, das sind alles Waffennarren. Das muss man nicht so ernst nehmen. Die haben ein bisschen Fetisch, die hängen sich das zu Hause an die Wand. Ja? Als wir gesagt haben, irgendwie, die zum Beispiel, ich glaube, die spielt auch hier in Baden-Württemberg eine Rolle, die identitäre Bewegung, ja, die sind auch gewalttätig. Nein, die sind so Rechtsintellektuelle. Ja? Da müssen wir, das ist nicht so. Das heißt, für die richtige Analyse brauchen wir uns. Ja, wir können auf niemanden warten. Wir müssen es tun. Wir müssen die Ressourcen schaffen, wir müssen die Netzwerke schaffen, wir müssen auch die Leute unterstützen, die dies ehrenamtlich tun. Auch das ist Aufgabe zum Beispiel der Partei. Ja, zum Beispiel, indem wir natürlich sagen, wir sind auch Dienstleisterin. Was wollt ihr für kleine Anfragen? In welche Richtung soll es gehen irgendwie? Was sind die Hauptlinien? Wo müssen wir auch unseren Fokus drauflegen? Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das muss die Praxis sein. Die Praxis muss auch sein, und da kann ich gut an Herrn Wallanken, den Betroffenen zuzuhören. Eine Lehre aus dem NSU ist doch, dass auch wir als gesellschaftliche Linke nicht die Zusammenhänge der Morde gesehen haben. Obwohl es die große Demonstration in Kassel gegeben hat, kein zehntes Opfer. Obwohl tausende Migrantinnen auf der Straße waren. Und sie haben gesagt, schaut es euch an, den Modus operandi, die Tatwaffe, die Auswahl der Opfer. Das ist eine Serie und es sind Nazis. Ja? Wir waren nicht da. Ja? Die Taz hatte eine kleine Meldung. Ja? Mit der türkischen Presse ist ein bisschen aufgegriffen worden. Ansonsten haben wir es nicht wahrgenommen. Das heißt, eine Lehre aus dem NSU ist auch, wir müssen den Betroffenen zuhören. Sie haben meistens einen ganz konkreten Blick darauf, woher die Bedrohung aktuell kommt. Sie haben auch einen Blick darauf, dass das Schutzversprechen des Staates, was eigentlich für alle gelten sollte, nicht erfüllt wird. Und da müssen wir rein, in diese Diskussionen. Ja? Das heißt jetzt nicht, das an den Staat adressieren, zu sagen, tut mal was.
Aber wir müssen natürlich die politischen Forderungen gerade auch in einem Parlament erheben. Wir brauchen eine unabhängige Studie zu Rassismus, Antisemitismus und autoritärem Denken in der Polizei. Wir müssen über Befugnisse der Polizei reden. Verdachtsunabhängige Kontrollen, Racial Profiling fällt ja nicht vom Himmel. Ja? Wir müssen über die Zustände in der Armee reden. KSK Baden-Württemberg, ihr habt das hier im Grunde irgendwie vor der Haustür. Ja? Auch das ist nichts, was individuell durch einige Soldaten dort entstanden, sondern das hat eine Vorgeschichte in der Tradition dieser Einrichtung, in ihrem ersten General, in ihrem Selbstbild und in ihrem Feindbild, was sie dort pflegen, was eben auch immer ein Feindbild ist, was gegen Linke und Migranten gerichtet ist. Und all das ist natürlich Aufgabe, das in die parlamentarische Debatte zu bringen, auch in die Öffentlichkeit zu bringen und das in einer Art zu tun, dass wir klar sind in der Sprache. Also, wenn es Rassismus ist, nennen wir es Rassismus. Und wenn Rechte Faschisten sind, dann nennen wir sie auch Faschisten. Und wenn wir dafür angegriffen werden, halten wir den Kopf hin. Wir ducken auch nicht weg. Ja? Und wenn es unangenehm wird, wird es unangenehm, weil das ist tatsächlich Teil der Auseinandersetzung, die wir zu führen haben. Wir werden nicht dafür von allen geliebt. Auch das wird man dann feststellen müssen. Aber ich glaube, es ist unerlässlich. Es ist unerlässlich, weil... Ehrlich gesagt, ich finde, es gibt, also für Linke gibt es ja immer so etwas, wir haben eine Vorstellung, wie die Gesellschaft aussehen soll. Dass jeder in Würde und, ich sage jetzt mal einen Begriff, was eher konservativ begangen wird, in Sicherheit leben können. Und das meint die soziale Sicherheit, das meint aber auch die Sicherheit, nicht von einem Nazi aufgelauert zu werden und den Kopf geschossen zu bekommen. Und dazu müssen wir irgendetwas tun, dass sich da etwas ändert. Weil solange Menschen in diesem Land Angst haben, dass es sie treffen könnte. Sie nicht zur Polizei gehen, weil sie das Gefühl haben, möglicherweise machen sie das Problem dann noch viel größer. Oder sie werden nicht ernst genommen. Oder ihre Daten landen nachher bei den Tätern. Oder die Täter sitzen selbst in der Polizei. Solange können wir das nicht ertragen. Und das ist, glaube ich, ein Motiv, wo wir auch in die Aktion kommen müssen. Und das, ob das jetzt die Unteilbar-Demo ist oder ob dass Aktionen vor Ort sind. Wir haben da alle Möglichkeiten und wir haben alle die Notwendigkeit. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, irgendwie, die ist groß und ja, die muss erfolgreich sein. Danke, Martina, für die Antwort. Du musst noch mal das Mikrofon ausmachen. Jetzt. Nochmal danke für die Antwort, Martina. Dann komme ich zu der letzten Frage von mir. Anschließend werden wir dann eure Fragen auch einsammeln. Bernd, wie wichtig ist die Zusammenführung von verschiedenen außerparlamentarischen und betrieblichen Kämpfen für den Antirassismus? Ja, ich glaube, dass das überhaupt der Schlüssel ist. Also ich meine, diese Gesellschaft, die extreme soziale Spaltung hat und auch ja eine Klassenspaltung hat, produziert natürlich immer wieder Rassismus. Es ist im Übrigen auch ein Instrument praktisch der herrschenden Kräfte, die Leute auseinanderzutreiben. Das sieht man auch in den USA. Der Rassismus hat immer dazu geführt, dass die weißen Gewerkschafter sich nicht mit den schwarzen Bürgerbewegungen solidarisiert haben. Über Jahrzehnte, und es war Absicht, da einen Keil dazwischen zu hauen. Genauso wie es natürlich bei uns Absicht ist, einen Keil zwischen den Geflüchteten oder zum Teil auch zwischen Migrantinnen und Migranten und Deutschen dazwischen zu hauen. Ja? Also das ist nicht einfach so, dass das vom Himmel fällt, und es ist auch nicht so, dass man jetzt nur die Rechten sehen muss, man muss auch die Konservativen sehen, die das fällt, praktisch für die Rechten bereitet haben. Also diese menschenfeindlichen Aussagen von Seehofer zu den Geflüchteten, ja, das sind ja alles praktisch das gleiche Wording und die gleichen Aussagen, wie es zum Teil die AfD auch macht. Also wir müssen das Feld quasi der Kritik schon weiterfassen. Und es ist nicht so, wenn manchmal geht es ja so weit, dass sie sagen, wir wären schuld an der AfD, weil wir das im Osten nicht verhindert haben. Das finde ich einen absoluten Witz. Ich meine, wer hat von der CDU und CSU nicht immer die gleichen Wortwahl getroffen, wie das heute die AfD macht und sie dann hoffähig gemacht?
Also was du gesagt hast, das geht praktisch bis in die sogenannte gesellschaftliche Mitte, was übrigens historisch auch nichts Besonderes ist. Ja. Also das waren ja durchaus auch im Faschismus, ist die ganze Brutalität dieser Mitte zum Teil zum Vorschein gekommen. Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Menschen wie die Gewerkschaften, die für soziale Gerechtigkeit kämpfen oder auch die Linke, sich verbünden, und zwar außerparlamentarisch mit denen, die gegen Rassismus sind, die gegen die Ausgrenzung von Menschen anderer sexuellen Orientierung kämpfen, oder auch mit denen, die für unteilbare Solidarität kämpfen. Das gehört meines Erachtens zusammen. Das geht bis in den Klimaschutz. Warum? Die Rechten leugnen praktisch den von Menschen gemachten Klimawandel oder die Klimakrise, muss man sagen, oder Katastrophe. Aber es ist dann nicht so, dass Leute wie Trump oder andere verblödet sind. Man hat manchmal den Eindruck, aber in Wirklichkeit wissen die das auch, dass es eine Klimakatastrophe gibt, die menschlich gemacht ist. Nur, sie wissen gleichzeitig auch, wenn wir so weitermachen, reicht es nicht mehr für alle. Und dann, die Linke sagt da, wir brauchen eine gesellschaftliche Zukunft, wo es für alle reicht. Und zwar nicht nur für hier in Deutschland, sondern weltweit, ja, wo alle Menschen eine Zukunft haben, unabhängig davon, welcher Nationalität, welcher Religionszugehörigkeit, welcher Hautfarbe und, und. Die Rechten denken anders, die sagen, nee, das muss für uns reichen und für die, die wir vertreten. Und deswegen bauen wir heute schon Stacheldraht, Mauern, bewaffnen, rüsten auf, um praktisch die Verteilungskämpfe der Zukunft heute schon vorzubereiten. Die wissen, und dann sagen sie, holt aus der Erde raus, was geht, macht die Ressourcen kaputt, für uns wird es reichen. Ja, das ist ihre Logik. Und ich glaube, das muss man wirklich auf den Punkt bringen. Ja. Und deswegen ist die Verbindung der verschiedenen Fragen so wichtig, weil es die gleiche Ursache hat. Und weil es so wichtig ist, einen alternativen linken Zukunftsentwurf zu haben, der praktisch solidarisch ist, klimagerecht, sozial, der nicht auf die Ausbeutung der Menschen durch den Menschen beruht und der vor allen Dingen auch nicht auf die internationalen Ausbeutungsmechanismen beruht, sondern auf Solidarität aufbaut. Weil sonst droht uns quasi ein autoritärer Kapitalismus durch die Rechten. Und es sind ja dann nicht nur die rechtsradikalen Gruppen, die sich darunter finden, sondern solche Leute wie Trump oder Erdogan oder Orban oder in Polen, ja, die sind ja schon an der Macht. Die haben ja praktisch, die sind schon an der Regierung und sie hauen selbst die bürgerliche Demokratie in Stücke, ja, und vertreten einen extrem nationalistischen Ansatz, ja, hetzen gegen die Geflüchteten. Deswegen müssen wir das Politikfeld erweitern und auch die Gegenkräfte stärken. Und die sozialen Fragen und die antirassistischen Fragen gehören zusammen. Und ich glaube, wir stärken praktisch die außerparlamentarischen Kräfte, wenn wir nicht nur in Ein-Punkt-Dingen denken, sondern die Dinge miteinander verbinden. Dann können wir wirklich eine richtige, gute Gegenkraft aufbauen und nicht uns auch noch in lauter Einzelfragen zu zerlegen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe für Linke ist, diese Verbindungen in der Praxis herzustellen, zu sagen, die Fragen gehören zusammen und deswegen gehören wir auch zusammen auf der Straße, auf den Plätzen und hoffentlich auch mit einer starken Linken im Bundestag. Genau. Jetzt. Dann wären wir mit dem zweiten Themenblock auch soweit zu Ende. Dann würde ich die Diskussionsrunde aufmachen und ihr dürft auch jetzt Fragen stellen an unsere Gäste. Ja, Luigi. Ich sitze ja im Stuttgarter Gemeinderat und dort erleben wir das. Wir haben ja auch eine AfD-Fraktion, das natürlich nicht, wenn die Presse unbedingt zuschaut, CDU-Politikerinnen und Politiker im Gemeinderat immer eine Nähe da mit denen haben, mit denen reden, sich rumdrehen und fragen, was sie zu welchen Punkten sagen. In Pausen
stehen die auch mal zusammen und unterhalten sich. Natürlich nach außen hin überhaupt nicht und haben nichts mit denen zu tun, aber so, es gibt so eine zwischenmenschliche Beziehungsebene, die sie aufnimmt in das, sag ich mal, in die Runde der demokratisch gewählten Parteien, und wir kämpfen da dagegen an. Wie ist das denn im Bundestag? Man hat ja den Eindruck, wenn die CDU und die SPD und alle sind sozusagen ja natürlich alle gegen sie und haben nichts miteinander zu tun. Und wir sehen halt medial ja immer nur die Übertragungen. Ist das da genauso? Haben die da eine Nähe? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie ist es im Bundestag, mit solchen AfD-Leuten zu sein oder als Linker aktiv zu sein? Die wissen ja, was deine Rolle ist, wie du aktiv bist, Martina. Treten die euch gegenüber irgendwie auf? Benehmen die sich gut? Oder gibt es auch Leute, die sich aufbauen, die Mitarbeiter einschüchtern? Wie läuft das so? Naja, es gibt... Also es gibt eine offizielle Seite und eine inoffizielle. Und jetzt ist die offizielle Seite auch nicht schlecht. Ich meine, der Bundestag hat es hinbekommen, fraktionsübergreifend die ganze Legislatur durch zu verabreden, zum Beispiel keine Vizepräsidentin von der AfD zu wählen. Ja, und ich meine, wir sind fast jede Sitzungswoche da antraben müssen, irgendwie mit Nein stimmen. Ja, und das ist, also es ist durchgehalten worden. Es gab auch viele andere Gremien, auch gerade im Bereich der Erinnerungspolitik, wo auch klar gemacht wurde, da wird niemals irgendwie jemand von der AfD reinkommen. Und dann gibt es das, was ich immer wieder auch aus Kommunalparlamenten gespiegelt bekomme, was du jetzt gerade beschreibst, das findet bei uns eher so im Bereich der nicht öffentlichen Sitzungen statt. Ich kann das nur für den Innenausschuss erzählen. Ja, also da sitzen ja schon irgendwie Seiten der AfD oder auch auf Seiten der CDU auch Protagonisten irgendwie so einer, ja, inneren Sicherheitsdoktrin, und auch Seehofer ist ja schon genannt worden, ja, also wo man auch unterstellen kann bei dem einen oder dem anderen irgendwie, dass da ein gut Ding irgendwie an rassistischem, autoritären Denken im Hintergrund ist. Und dann passieren halt so Sachen, zum Beispiel, es gibt dann so eine Fragerunde, ja, jede Fraktion kann dann zum Beispiel zu einem Gegenstand Fragen stellen, ja, und die CDU fragt und dann sagt die AfD, ach, da waren ja schon alle unsere Fragen dabei, wir müssen jetzt gar nicht mehr fragen. Ja? Oder die AfD hält einen Redebeitrag und welche von der CDU trommeln auf dem Tisch. Also ganz vorne weg natürlich immer Philipp Amthor. Ja? Also den kann ich ja zum Beispiel mal nennen, ja? Sehr unangenehm. Ja? Auch Herr Bernstiel aus Halle. Man sagt ihm nach in Halle, er hat auch gute Kontakte zu Burschenschaften, auch rechten Burschenschaften, irgendwo kommt es her. Ja? Kommt da auch nicht gerade immer irgendwie so mit blitzblank Demokratie rüber. Und da hat man schon das, ja, da gibt es schon so ein, ja, so eine Ebene. Die wird aber niemals übertragen bei Phoenix. Ja? Und natürlich kann es einen Effekt geben, je länger das Ganze so läuft, ja, dass dann irgendwo auch irgendwann die Tabus fallen. Und in Thüringen haben wir es ja erlebt im Februar. Ja, also es ist denkbar. Und ich glaube immer, der Dammbruch, oder der ist schon erfolgt, aber wenn er erfolgt, wird er erstmal irgendwo auf kommunaler Ebene vorbereitet, in einem Landesparlament exerziert. Und dann ist es auch möglicherweise im Bundestag soweit. Das heißt, wir müssen natürlich auch fortlaufend auch Druck auf die anderen demokratischen Fraktionen ausüben, dass denen klar ist, irgendwie mit denen, ja, kein Millimeter. Das ist aber schwierig, ja, weil die eben tatsächlich auf der ideologischen Ebene und teilweise auch vom ganzen Habituellen, ja, so auch gedient, ja, ja, natürlich irgendwie so sich näher fühlen als zu irgendwie Leuten, wo sie, wenn sie nicht irgendwie in die Kamera sprechen, vielleicht sagen, die Zecken von der Linken. Ja, so. Ich kann mir gut vorstellen, wie die über uns reden. Ja, und ja, das ist nicht einfach. Ja, gelegentlich werden wir auch deutlich, also natürlich rutscht uns vielleicht auch mal du Nazi raus, ja. Dass das dann eben aber auch in den Bereich der Einschüchterung geht, haben tatsächlich eher die Mitarbeiterinnen auszubahnen. Das sitzt halt in einem Haus über uns, ist die Landesgruppe der AfD aus Sachsen. Die fahren ja denselben Aufzug, ne? Irgendwie so. Und wenn dann irgendwie so, wenn die sehen, irgendwie da steht jetzt jemand von der Linken drin oder unten in der Raucherinnen-Ecke oder sowas, und dann stellen sie sich schon mal zu dritt dazu und machen halt so typische Nazi-Sachen, ja, also so, willst du was, komm mal her, ja, so. Das ist, also es darf natürlich auf keine Weise da einsteigen, ja, also ich meine, klar, ne? Aber natürlich versuchen die auch, die haben ja oftmals die Mitarbeiterinnen zum Beispiel von denen, haben echt entsprechenden Hintergrund. Also wenn sie nicht irgendwie aus der Burschenschaft kommen, kommen sie von der IB, kommen sie von der Kameradschaft, kommen von sonst was, ja. Von der HDJ auch ganz beliebt übrigens.
also verbotene Heimattreue deutsche Jugend, also völkische. Und ja, das macht schon was. Und ich glaube, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass wir uns austauschen auf allen Ebenen, Kommune, Land, Bund, permanent, wie wir diesen Kampf auch in den Parlamenten erfolgreich führen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube auch auf kommunaler Ebene ist es oftmals ganz besonders schwierig, weil es sehr viel enger ist, also räumlich enger und ja, und manchmal kommen die AfDler ja auch, also vormals waren sie bei der CDU, es hat im Osten sogar welche gegeben, die vormals bei der PDS waren oder so, man kennt sich. Ja. Da immer klar zu haben, ja, keine Anträge gemeinsam, keine Zustimmung irgendwie, wenn die etwas wollen, wenn die einen Sitz wollen, wenn die so, keinen Handschlag, ja, so, dann gibt man keine Hand. Das muss, ja, das muss immer wieder überprüft werden. Das ist nicht einfach und ich glaube, da müssen wir auch echt die Leute in den Kommunen wahnsinnig stärken. Also echt, das ist total wichtig, ja, dass sie da durchhalten und dass sie nicht müde werden und dass sie auch diese Anfeindungen in einem Klima wegtragen können, wo sie merken, wir werden auch geschützt und gestärkt von vielen anderen. Ich hoffe, wir müssen sehen, wie es in der nächsten Legislatur aussieht. Ist auch noch nicht entschieden, finde ich. Und wie gesagt, wir haben wenigstens in der CDU und der AfD einen Teil, die offen darüber nachdenken. Es gibt Abgeordnete, die es immer wieder formuliert haben, man müsse eben auch mal gemeinsam stimmen können oder ähnliches, die natürlich weiterhin daran graben werden, dass sozusagen diese öffentliche Abgrenzung auffällt. Und das ist eine politische Herausforderung. Klar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber vielleicht auch immer. Ja, ich möchte nur noch einen Satz sagen, damit man noch ein bisschen mehr Fragen stellen kann. Manchmal ist es wirklich schwierig im Bundestag, weil natürlich die AfD macht natürlich gezielte Grenzüberschreitungen und hofft dann, dass es praktisch von den anderen so eine Empörung gibt. Einerseits ist das echt ein Problem, wenn man über jedes Stöckchen springt, das die einem hinhalten. Aber andererseits, wenn man darüber hinweggeht, ist auch ein Problem. Also weil dann diese Grenzüberschreitungen die neue Norm setzen. Also wenn man nicht dagegen hält und quasi das so laufen lässt und meint, das können wir irgendwie so still aussitzen, dann wird es auch hochgefährlich. Also ich neige mehr zu der Position, dass man dagegenhalten muss. Und man hat ja so gesehen, ein bisschen in Österreich und auch in Frankreich, dass wenn die herkömmlichen Parteien einfach diese rechten Kräfte negiert haben, dass das keine erfolgreiche Strategie war, sie zu bekämpfen. Wenn man sich nur über sie empört, ist auch keine ausreichende Strategie, weil die mit dieser Empörung arbeiten. Die halten ja auch ihre Reden gar nicht für die Bevölkerung oder so, oder auch nicht im Bundestag, sondern die filmen das für ihre eigenen Anhänger und teilen das. Da gibt es eine eigene rechte Welt. Deswegen wird man sie auch nicht allein mit einer Strategie im Bundestag besiegen können, ja? Sondern ist so wichtig, was in der Gesellschaft abläuft. Also in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen selber. Und ob es quasi eine linke Alternative zu ihnen gibt, die auch überzeugt. Also dass nicht praktisch ihre Ideologien greifen. Und ich meine, hatte viele Aspekte, auch kulturelle. Ich hatte mal mit dem Kauder geredet, das war ganz interessant, der ja auch nicht gerade links ist, bei der CDU, der hat gesagt, naja, aber man muss ein bisschen gucken, überall in Baden-Württemberg, wo die Nazis stark waren, waren in den 20er Jahren, waren in den 60er Jahren die NPD stark, in den 80er Jahren die Republikaner und heute die AfD. Das heißt, zum Beispiel Rems-Muckreis oder im Gäu da hinter Böblingen und sowas. Da gibt es natürlich auch sowas wie eine rechte Kultur, die von Stammtisch zu Stammtisch in der Familie und in vielem anderen weitergegeben wird. Ja, und wo, das muss ja gar nicht offen rechts sein immer, aber wo so autoritäre und migrantenfeindliche Positionen
gang und gäbe sind, ja, und dann an die jungen Leute schon weitergegeben werden. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist quasi das so wichtig, dass du Leute hast, die da dagegen halten, eine andere Aufklärung machen, eine andere Sichtweise einbringen und die verankert sind. Also man kann nicht, ich glaube, man darf weder im Parlament noch in der Gesellschaft drüber weggehen, wenn Leute hetzen, rassistische Positionen oder rechte Positionen vertreten. Ja? Sondern man muss praktisch eine wirklich gute Gegenöffentlichkeit, eine gute Alltagsgegenkraft aufbauen. Ja? Und man darf ja nicht unterschätzen, die sind zwar zurückgegangen, aber sie sind stabil bei 11-12%. Und im Osten bis zu einem Viertel. Praktisch bis 25%. Das ist keine Kleinigkeit, sie sind längst als rechte Kraft etabliert und die werden auch nicht so schnell wegzukriegen sein. Und natürlich, das hat der Martina, die da im Übrigen eine ganz klasse antifaschistische Arbeit macht und Recherchearbeit, und ich glaube, viele davon profitieren, das muss man hier auch mal nochmal besonders loben. Das sind ja wichtige Bausteine für uns, ja, um praktisch im Alltag auch antifaschistische Arbeit zu machen. So, die nächste Frage. Ja. Ja, ich hätte nochmal eine Frage zu den Waffen, die vorhin angesprochen wurden. Was wird denn da unternommen? Oder es müsste doch eigentlich möglich sein, diese Waffen genau zurückzuverfolgen. Erstmals, welcher Hersteller das ist und welchen Weg die einzelnen Waffen irgendwie so zurückgelegt haben. Und falls das nicht der Fall ist, was da besprochen wird, wie man das zukünftig angehen könnte und welche Rolle da auch die Hersteller der Waffen übernehmen und vor allem welche Verantwortung. Also ich finde, das ist eine ganz zentrale Frage, weil Folge den Waffen, Folge dem Geld sind so zwei Fragestellungen, wenn es darum geht, zum Beispiel Strukturen und Netzwerke zu verstehen, auch gerade wenn sie länderübergreifend agieren. Das spielt ja nicht nur in Deutschland, da spielt die Schweiz eine Rolle, da spielt Österreich eine Rolle, da spielen die Länder des Ex-Jugoslawien eine Rolle. Die Waffen, die derzeit gefunden werden, die haben verschiedene Herkünfte. Es gibt nicht den einen Waffenbeschaffungsweg in der extremen Rechten. Eine Sache habe ich schon angesprochen, sehr viele Waffen, die da unterwegs sind, stammen aus dem Bürgerkrieg, in den 1990er Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Da haben hunderte Neonazis aus Europa, auch aus Deutschland, sich damals als Söldner für die faschistischen Milizen verdingt und haben eben oftmals auch Waffen als Andenken oder als Sold bekommen. Die Waffen sind in Depots gewandert und die tauchen jetzt in verschiedenen Kontexten wieder auf. Auch der NSU hatte zum Beispiel eine solche Waffe, einen kroatischen Nachbau einer AK-47. Aber auch bei vielen anderen Spielen diese Waffen heute immer wieder bei entsprechenden Funden irgendwie eine Rolle. Aber neben diesem eher traditionellen Waffenbeschaffungsweg spielen heute tatsächlich Waffen aus Polizei- und Bundeswehrbeständen eine ganz große Rolle. Es werden halt immer wieder Waffen, Granaten, Sprengstoff, Munition gefunden, die ganz klar irgendwie von dem Typ darauf verweisen, dass sie aus Polizei oder Armee kommen müssen, weil sie nur dort eingesetzt werden. Also weil zivil werden können diese Waffen nicht legal erworben werden. Ja. Und wir wissen ja gleichzeitig, dass sowohl bei Polizei wie bei Bundeswehr sehr viele Waffen verschwinden. Und da haben wir schon das erste Problem. Es war über viele Jahre, sogar Jahrzehnte Usus, wenn es zu entsprechenden Verlusten bei der Bundeswehr zum Beispiel gekommen ist, dass dort nicht Strafanzeige erstattet wurde. Also man hat nicht die Staatsanwaltschaft und die Polizei in die Lage versetzt, zum Beispiel Zeugen zu vernehmen, Akten beizuziehen und so weiter und zu gucken, wie konnte das passieren, wer hatte da die Verantwortung, wer hat zuletzt die Waffe registriert, wo war die zuletzt im Einsatz, sondern hat nur intern dazu ermittelt. 95% dieser internen Ermittlungen verliefen folgendermaßen, keine Ahnung. Ja? Und die Frage ist vollkommen richtig, hätte man es anders machen können? Ja. Jede Waffe, jede Munition, jeder Sprengstoff, der ausgegeben wird, wird vermerkt mit einer Losnummer, mit einer Anzahl und so weiter.
Das heißt, überall dort, wo solche Waffen bei Neonazis, Rechten und Rassisten auftauchen, hätte man nachvollziehen können, ah ja, das ist auf dem Truppenübungsplatz Munster, weiß ich nicht, 2018 damals bei der Übung weggekommen. Man macht es nicht, weil, und das ist die große Frage, eigentlich müsste man es machen, wenn man diese Strukturen lahmlegen will. Aber gleichzeitig gibt es ganz viele in diesen Institutionen, die meinen, aus falscher, weiß ich nicht, Loyalität, ja, der Bundeswehr oder der Polizei gegenüber, stellt man diese Fragestellung nicht scharf, weil am Ende des Tages könnte es ja dazu kommen, dass ein LKA-Chef gehen muss, dass ein Kommandeur gehen muss, dass irgendjemand verantwortlich ist für diese Scheiße. Und weil man das nicht will, ist das über Jahre verschlampert worden. Und zwar absichtsvoll verschlampert worden. Ja. Es gibt jetzt, weil es natürlich mittlerweile eine Dimension angenommen hat, und ihr habt der KSK schon angesprochen und die zweite Einsatzkompanie ist aufgelöst worden durch sozusagen Vorfälle und da spielt auch verschwundene Waffen und Material eine Rolle. Ja. Mittlerweile hat das eine Dimension, dass sie natürlich merken, was da über Jahrzehnte wahrscheinlich mit Wissen vieler dort, also auch mit Zutun einiger passiert ist, wo sie natürlich jetzt auch nicht mehr die Augen vor verschließen können. Das ist ja zum Glück auch Thema zum Beispiel in investigativer journalistischer Arbeit, zum Beispiel zu diesen ganzen Entwicklungen, Hannibal, Schatten der Meditaz, wer es gelesen hat, diese Serie und so weiter. Aber das hat halt mittlerweile ein Ausmaß erreicht, wo man wirklich davon ausgehen muss, dass ja, also so viel Waffen und anderes im Umlauf ist, dass es ein leichtes ist. Also für die, die zum Beispiel Rechtsterror planen, entsprechend sich etwas zu beschaffen und es sind auch viele darunter, die professionell ausgebildet sind, also die auch mit dem Wissen in diese Strukturen gehen, wie man eben mit so etwas umgeht und auch entsprechend ja, Hemmschwellen für sich schon überwunden haben, die Vorstellung zu töten. Das ist ja auch armeeimmanent. Ich glaube, dieses Thema müsste eigentlich eine sein, wo wir unfassbaren Druck auf die Politik haben müssten, auf die Institutionen, dass es aufgeklärt und aufgeräumt wird. Bis hin zu der Forderung, ich glaube, am Ende müssen wir auch sagen, bestimmte Einheiten müssen wir auflösen. Also wie es jetzt mit dem SEK Frankfurt passiert ist, wenn dem ihr Einsatzraum aussieht, als wäre das eine identitären Hochbuch, weil überall das Lambda-Zeichen an der Wand hängt, da kann ich auch nur noch sagen, wir schließen den Laden. Ja? Und ich kann nur hier sagen, ich habe dieselbe Überzeugung und Auffassung und auch unsere Fraktion, auch der verteidigungspolitische Sprecher hier aus Baden-Württemberg, Tobias Lühr, es ist ähnlich beim KSK, es reicht nicht, die zweite Einsatzkompanie aufzulösen und dann umzuverteilen in der Bundeswehr. Dieser Laden muss geschlossen werden. Weil das, was wir dort gesehen haben, eine Entwicklung, hat etwas damit zu tun, wie sie aufgestellt sind. Ja? Dass man ihnen jahrelang und jahrzehntelang eingetrichtert hat, sie würden in einem Graubereich eingesetzt, wo am Schluss legal und illegal uninteressant sei. Hauptsache das Ergebnis zählt. Und dieses Denken, ja, ich stehe außerhalb des Rechtsstaates, ja, ich stehe außerhalb der Kontrolle. Kein Parlament kann bei uns reingucken, was irgendwie wir machen. Das ist eine antidemokratische Einstellung, die dort institutionalisiert worden ist und die im Grunde am Schluss Rechtsstaat unterminiert. Und deswegen musste zum Beispiel auch das KSK einfach zugemacht werden. Das heißt nicht, dass es dort Aufgaben gibt, die gegebenenfalls vielleicht nicht organisiert werden müssen, staatlich, Geiselbefreiung oder so. Aber dann bitte so, dass sie kontrolliert sind, dass sie Rechenschaftspflicht haben irgendwie und dass es nicht irgendwie als extra legale Rambo-Truppe organisiert ist. Das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt auch ein Stück weit irgendwie vielleicht auch nochmal in der nächsten Legislatur, auch vielleicht mit der Forderung, dass wir dort auch auf Landesebene mehr Druck brauchen, irgendwie stark machen müssen. So. Da hat der Dirk Labs ein Buch rausgebracht jetzt, irgendwie rechtsradikale Uniform. Genau, ein Glück von Ihnen. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich habe das andere Buch schon mal durchgelesen. Heimatschutz. Ja. Und das gibt es auch als Hörbuch. Also ich habe mir das angehört und finde das eigentlich von der
Historie, was er da ist, beschrieben hat, auch in der NSU und so weiter ganz gut. Wie stark ist denn das eigentlich jetzt? Ist das schon, kann man schon sagen, ist das so unter, dass es unterschwellig ist? Also gerade diese, das heißt jetzt um die rechtsradikale Uniform. Das kann ich kurz machen, ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, das ist im Moment die beste Zusammenfassung, was diese Entwicklung angeht. Und genau, also und auch wir kommen ja auch irgendwann mal über den Wahlkampf hinaus. Und ich kann auch nur sagen, die Glabs ist ein wahnsinnig interessanter Gast auf Veranstaltungen. Holt ihn mal hierher, der hat da so tief zu recherchiert und also ist einer der besten Journalisten in dem Bereich. Angriff von innen, von Dirk Labs, ja. Heißt ja irgendwie sowas, genau, ja. Ich habe das gerade mal versucht zu, aber es ist gut. Dann lohnt sich das Buch zu kaufen, wenn ich mal Zeit habe. Ja, ich glaube, das Problem, also ein bisschen ist es angeklungen, bei der bürgerlichen Demokratie ist ja, dass sie per se aus meiner Sicht ja schon rassistische Elemente hat, indem zum Beispiel auch ein Großteil der Leute, die hier wohnen, arbeiten, Steuern bezahlen, Mieten bezahlen, gar nicht die Möglichkeit haben zu partizipieren. Man sieht es natürlich einmal bei den Wahlen, aber auch dann bei sowas wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, wo natürlich die Unterschriften mitgesammelt werden, aber nachher nicht mitgezählt werden. Und deswegen finde ich schon auch, und das ist angeklungen mit der Verbindung der Kämpfe, eben dort schon auch die Klassenfrage mit reinzubringen. Also erstmal die grundlegende Analyse, okay, wie entsteht überhaupt Rassismus? Du hattest ja das mal so in deinem Vortrag angerissen. Und ich glaube, dass das auch so eine Unterscheidung ist aus meiner Sicht von uns im Vergleich zu den anderen Parteien. Also auch andere Parteien, die sich Antirassismus auf die Fahne schreiben, beleuchten das oft sehr auf einer moralischen Ebene, gehen aber nicht wirklich dem Grund nach. Und deswegen wäre meine Frage, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, dann kommen Themen auf uns zu, Krisen, die gegebenenfalls aus einem Spardiktat, aus der Corona oder aus der Corona-Pandemie folgen, zum anderen auch natürlich die Klimakrise, wo dann genau die Frage ist, wie wird die beantwortet, und ich sehe halt schon eine gewisse Gefahr, wenn man die mit einem grünen Kapitalismus beantwortet, weil dort eben die soziale Frage ausgegrenzt wird, dass es eben gerade dazu führt, dass diese Krisen auch rechte Kräfte stärken können. Genau deswegen wäre nochmal meine Frage, wie so eure Einschätzung ist, wenn jetzt die kommenden Krisen auf uns zukommen, welche Rolle da der Linken zukommt, beziehungsweise wie auch vielleicht das allgemeine Kräfteverhältnis gerade vorherrschend ist, weil wir haben jetzt keine klassenkämpferische Stimmung, wir haben auch teilweise nicht besonders starke Gewerkschaften, wie da eure allgemeinen Einschätzungen sind. Ja, das ist, ich glaube, es hängt immer davon ab, ob es andere Alternativen gibt und ob man die stärker machen kann. Also es gibt kein Naturgesetz, dass in Krisen die Rechten stärker werden. Das hat immer auch was mit der Schwäche der Linken zu tun. Also nicht, dass die Schwäche der Linken verantwortlich ist für die Rechten. Ich finde, für die Rechten sind andere verantwortlich. Aber die große Frage ist immer, gibt es Alternativen, die mehr überzeugen. Aber völlig klar, also die Rechten brauchen natürlich die Krisen, das merkt man auch jetzt. Also die Gauland hat ja mal gesagt, die Flüchtlingskrise war unser Glück. Ja, also der hat es als Glück empfunden, dass so viele, dass er auf die Geflüchteten hetzen konnte und es dann so viele Leute mit aufgenommen haben. Und natürlich muss man immer sagen, Krisen heißt verschärfte Kämpfe um Verteilung und um Ressourcen. Bei der Klimakrise, ich habe es ja angedeutet, das ist ja wirklich so, wenn wir das nicht schaffen, die Klimakrise, also die kann man gar nicht mehr verhindern, aber überhaupt noch das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, da bedeutet das ja, dass praktisch die Leute, wo die im globalen Süden, aber nicht nur dort, wo die Böden überschwemmt werden, wo sie austrocknen, dass die flüchten. Und es heißt auch, dass Nahrungsmittel teurer werden. Das erleben wir ja jetzt schon. Ja? Also, dass es in wachsenden Gebieten der Welt Wasserknappheit gibt. Und jetzt der Kampf ums Wasser,
quasi fast den Kampf, fast genauso brutal wird wie der Kampf ums Öl. Also wenn man es in verschiedenen Ländern das anguckt. Das heißt, es werden quasi Kämpfe geführt, wer dann Zugang zu diesen Ressourcen hat. Und die Rechten haben ganz klar ein Muster, praktisch die Leute, die hier sind, die weiß sind, die Deutsche sind, gehen vor. Oder die Amerikaner sind bei Trump oder bei anderem. Und das wird praktisch wirklich eine Konfliktlinie sein, die höchst brutal ist. Ja, also weil natürlich, wenn diese Auseinandersetzungen zunehmen, dann gibt es zwei Alternativen. Man findet entweder eine solidarische oder sozialistische oder eine sozial gerechte, oder es gibt praktisch eine autoritäre oder gar faschistische. Das kann man nicht ausschließen. Die autoritären Kapitalistischen sind noch keine faschistischen Staaten bei Trump. Aber sie haben natürlich solche Ansätze schon drin. Aber sie sind immer auch Massenbewegungen von rechts. Sie sind nicht einfach nur wie in manchen Ländern Militärdiktaturen, sondern die mobilisieren schon Massen. Und das macht sie gefährlich. Und deswegen finde ich das extrem wichtig, die Fragen miteinander zu verbinden. Aber es wäre auch falsch, nur soziale Ursachen zu sehen. Natürlich gibt es hier einen Kulturkampf. Die arbeiten mit einem reaktionären Familienbild. Ja. Sie haben ein anti-emanzipatorisches Bild von der Gleichberechtigung der Frau, ja, also wie sie die Frauen betrachten. Also das hat viele, viele Elemente. Und deswegen greift es ja auch nicht nur bei denen, die sozial ausgegrenzt sind. Das sind gar nicht die Ersten, sondern die Ersten sind oft die, die Angst haben vom Abstieg. Nicht die, die schon abgestiegen sind, sondern die Angst haben. Wir könnten absteigen, wenn zum Beispiel noch mehr Leute zu uns kommen und ähnliche Dinge. Oder du hast ja im Osten fast gar keine Migranten. Und dann fragst du dich, warum gibt es so viel Feindlichkeit gegenüber Migranten? Also so viele Muslime begegnen denn gar nicht. Ja? Aber die sagen, ja, wir wollen es nicht haben wie in Kreuzberg. Das heißt, die antizipieren, dass das schlecht ist, wenn irgendwo viele Migrantinnen und Migranten leben. Dann sage ich, okay, ich komme aus Stuttgart, da ist fast die Hälfte der Menschen, die Migrationshintergrund haben. Ja? Und ich habe das immer als Bereicherung angeguckt. Übrigens auch für die Gewerkschaften. Ich bin auch sehr dafür, dass zur Klassenfrage vielleicht die eine Anmerkung, dass die Migranten nicht als Objekte angeguckt werden, die wir irgendwie vertreten müssen, sondern gerade die Gewerkschaften, die Kampfkraft der Gewerkschaften wäre überhaupt nichts gewesen ohne die Migrantinnen und Migranten. Ja, also in der Industrie, wenn die nicht, oder auch jetzt, ich habe viele Streiks mitgeführt bei H&M und anderen, 70% Migrantinnen, das waren die, die am heftigsten gestreikt haben. Ja, also da haben die Deutschen noch ein bisschen einen Schubser gebraucht. Ja. Genauso wie das gar nicht so ist, dass der Wohlstand hier ist, der wurde vielfach von den Migrantinnen und Migranten erarbeitet. Also wären die nicht gekommen. In den 60er und 70er Jahren wird es hier gar keine Automobilindustrie geben in der Form. Also wir müssen gar nicht irgendwie das, so das als Almosen betrachten, wenn hier Migrantinnen und Migranten leben würden, sondern die haben diese Gesellschaft bereichert und sind ein wichtiger Teil, und bis heute müssen sie oft die schlechtesten und am schlechtesten bezahlten Arbeiten verrichten, haben die meisten Probleme bei der Wohnungssuche. Ja, also wenn du dich mit einem türkischen Namen um eine Wohnung bewirbst, kriegst du 10-mal schlechter eine, wie wenn du dich mit Klaus Mayer bewirbst. Ja. Also dieser Alltagsrassismus ist auch ein sozialer Rassismus immer. Das ist nicht nur irgendwie eine Wording-Frage oder eine Frage der Sprache und viel anderes, sondern es drückt sich natürlich im ganzen Alltag aus, bei der Wohnungssuche, bei der Bildung. Ja. Also das ist doch irre, dass so viele Migranten nicht durch den Bildungsweg kommen, ja, und nicht mal einen Hauptschulabschluss, haben, aber nicht, weil sie dümmer sind, sondern weil das Bildungssystem sie nicht fördert, ja, und nicht entsprechend sich um sie kümmert. Und deswegen ist mein Plädoyer,
Diese Fragen stehen nicht gegeneinander, sondern die gehören zusammen. Und wer irgendwie denkt, identitäre Fragen sind keine sozialen Fragen, der hat sich sehr getäuscht. Ja, weil natürlich, wenn du viel Geld hast, kannst du natürlich viel besser zurechtkommen, wenn du schwul, lesbisch oder sonst was ist. Aber sei mal eine lesbische Muslima auf der Schwäbischen Alb und arbeitest bei Amazon. Ja, also dann merkst du auf einmal, dass das nämlich sozial durchgeht. Und ich glaube, das ist genau die Aufgabe der Linken, das deutlich zu machen, dass die sozialen Fragen und die Fragen im Kampf gegen Rassismus, dass die zusammengehören und dass man die nicht unterschiedlich bewerten darf. Beides ist wichtig, Flagge zu zeigen und für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen und Alternativen deutlich zu machen, die attraktiver sind für die Menschen als dieses rechte, autoritäre, im Übrigen auch völlig unsoziale Zeug. Bloß noch ein Satz. Wenn es im Bundestag Anträge gibt zum Mietendeckel oder Mietpreisbremse, zu höheren Mindestlohn, zur Ausdehnung der Flächentarifverträge, kannst du immer davon ausgehen, dass zwei Parteien immer dagegen stimmen. Das ist die AfD und die FDP. Und das wirtschaftspolitische Programm der AfD ist zu 70% identisch mit dem der FDP. Das heißt, freie Marktwirtschaft, kein Renteneintrittsalter, was ja nichts anderes wie Rentenabsenkung ist. Das heißt, in den sozialen Fragen, weil ja viele kleine Leute auch denken, wir wählen Protest mit der AfD. Und ich glaube, da müssen wir auch aufklären, sie wählen eine Partei, die mit ihnen am brutalsten umgehen würde. Und ich glaube, wir müssen die auf dem Feld des Antirassismus bekämpfen, aber auch auf dem Feld der sozialen Auseinandersetzungen bekämpfen, und zwar mit aller Härte. Auch, ja, vielleicht nur ein kurzes Statement dazu. Du hast es eigentlich so vollkommen richtig wiedergegeben, oder deine Einschätzung nicht folgen. Ich habe das mal aus einer migrantischen Perspektive oder aus dieser Empowerment-Bewegung, antirassistischen Perspektive. Ich glaube, ja, also wir können ja auch zurückschauen, die Krisen vorher, kann man ja auch viel schauen, wer ist dann eigentlich betroffen, eine Pandemie. Während der Pandemie gab es ja diese These, dass jetzt die Nazis auch zu Hause sind und dann eben Rassismus gering ausfällt. Und dann war es eben das neue Feindbild, Menschen, die als asiatisch markiert worden, wurden dann vermehrt angegriffen. So, darauf vorbereitet zu sein, ich glaube, das ist die Aufgabe antifaschistischer, antirassistischer oder der linken Politik, immer wieder Gesellschaftsanalyse zu betreiben, Entwicklungen zu erkennen, soziale Bewegungen voranzutreiben, Hand in Hand zu gehen, Themen, die scheinbar singulär dastehen, verbinden miteinander mit der sozialen Frage, mit Klimaschutz, und dann eben immer wieder Schulterschluss herbeizuführen. Das ist ein harter Kampf, aber ich glaube, ohne Kampf geht es nicht, weil es letztlich ein gesellschaftlicher Kampf ist, ein Kampf um Ressourcen, wie du es richtig gesagt hast. Und da würde ich vielleicht so ein bisschen auch empowern. Es gibt ja auch gute Beispiele. Ich meine, es gibt viele Bewegungen, die leider aus schlechten Erfahrungen resultiert sind, rassistische Angriffe. Aber es ist, glaube ich, da wo wir stehen, resultiert ja auch, oder diese Gruppen, Initiativen, die da auferstanden sind und sich gegründet haben, basieren ja meines Erachtens nach auf den Erfahrungen, Kollektiverfahrungen von gewerkschaftlichen Kämpfen, von antirassistischen Kämpfen, von antifaschistischen Kämpfen. Und auch von Migrationserfahrungen der Menschen. Also da ist viel Know-how, und ich glaube, es ist immer wieder Analyse zu betreiben, mit den Leuten in Kommunikation zu treten, über diese Vision zu streiten und zu sagen, wie der Weg vorangeht. Ich glaube, man muss da auch sich selbst empowern und sagen, wir schaffen das. Also ich glaube, das ist auch eine narrative Frage, so meine Einschätzung. Dankeschön, und in Anbetracht der Zeit würde ich Martina verabschieden. Genau, es ist schon halb acht. Nein, ich danke einfach. Dankeschön, dass du da warst. Auf jeden Fall. Also, wir können noch gern die letzten Fragen einsammeln, wenn es noch welche gibt. Genau, dann einmal du, dann der Tanner, und dann kannst du. Ich wollte auch nochmal fragen in Bezug auf euren Aktivismus, wie ihr das quasi seht. Ist für euch da Stuttgart oder Baden-Württemberg ein Bundesland, wo ihr zufrieden mit seid, wie ihr die Leute mobilisieren könnt und auch wie euer
wie es quasi ankommt, was ihr macht, auch im, weil gerade Berlin angesprochen wurde, oder denkt ihr da manchmal, es läuft in anderen Regionen deutlich besser, ist vielleicht einfacher, die Leute sind dafür auch aufgeschlossener? Ich glaube, ich kann da am besten antworten. Dich, oder? Genau, also ich kann da auch antworten. Also, genau. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es bei uns schleppender läuft, auf jeden Fall, im Vergleich. Also ich kann es mit Berlin vergleichen. In Berlin sind bei der Migrantifa zum Beispiel 300 Menschen aktiv und bei uns sind es halt momentan 15. Also ich beschwere mich gar nicht. Unsere Gruppe ist ziemlich cool und wir machen auch sehr tolle Arbeit. Und wir haben auch das Glück, dass wir jetzt mittlerweile hier auch von, ich sag mal, von staatlich finanzierten Institutionen mittlerweile Unterstützung bekommen. Bei Flyern, die wir dann finanzieren lassen können, bei Veranstaltungen, wofür wir dann auch finanzielle Unterstützung bekommen. Und das war am Anfang nicht so. Also am Anfang wurden wir so ein bisschen außen vor gelassen. Man hat uns erstmal so kennengelernt. Aber im Laufe der Zeit, jetzt zumindest in Stuttgart, weiß ich, dass wir da so ein bisschen, ich kann es mal sagen, so angekommen sind. Wir waren auch schon nach der Krawallnacht letztes Jahr in Stuttgart, wurden wir auch oft zu runden Tischen dann eingeladen von der Stadt oder sowas, von der Stadtverwaltung. Was im Prinzip kaum was gebracht hat, aber wir wurden zumindest eingeladen. Und man muss halt sagen, Baden-Württemberg ist halt ein sehr konservatives Land und es ist immer wieder schwierig, seine Arbeit zu machen, ungestört die Arbeit zu machen. Aber man sieht es, also wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, also die Jugendlichen, vor allem die Jugendlichen mittlerweile, sind so stur und so stark mittlerweile, man merkt es denen gar nicht an, wie schwer es eigentlich ist, momentan diese antirassistische Arbeit zu machen, weil sie mit Leidenschaft, also ich kann es von mir selber sagen, wir sind mit Leidenschaft hinter dieser Arbeit und die wird jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich noch größer werden, hoffentlich, und irgendwann mal, wenn es gut läuft, auf ein Niveau mit Berlin kommen, sozusagen. Ich habe jetzt keine konkrete Frage, nur ich wollte gleich noch was mir noch so eingefallen ist. Also zum einen gibt es ja diese Spaltung aufgrund von Diskriminierung, wenn man jetzt irgendwie einen arabischen Namen hat oder so, oder einen türkischen, dann kriegt man keine Wohnung. Und zum anderen gibt es aber auch, denke ich, ein gesetzliches Fundament. Also es gibt eine Ausländergesetzgebung und es gibt eine Asylgesetzgebung und Menschen sind praktisch anhand dieses gesetzlichen Fundaments auch geteilt. Das heißt, wir müssten auch, oder zum Beispiel, sie sind gar keine deutschen Staatsbürger, wir haben hier, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber 7 Millionen oder sowas an Menschen, die schon seit Jahrzehnten hier leben und arbeiten, aber immer noch keine deutschen Staatsbürger nicht wählen dürfen. Werden können auch, obwohl die Staatsbürgerschaft ja erleichtert wurde und trotzdem aber immer noch es viele Hürden gibt. Auch hängt es zum Beispiel von der sozialen Herkunft ab. Also wenn jemand Hartz-IV-Empfänger ist und so weiter, ist es nicht so einfach, deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und ich finde, die Linke, die hat da auch eine gute Rolle, kann da eine gute Rolle haben und hat eine gute Rolle, denke ich, dass wir eben, wenn wir sagen, unteilbar, auch eben sowohl im Diskriminierungsbereich als auch im Fundament, also im gesetzlichen Fundament, die Gleichstellung kämpfen müssen für erleichterte Staatsbürgerschaft und dass man keine Arbeitserlaubnis oder sowas braucht oder dass man die Wohnung oder eben selber aussuchen, also zumindest suchen kann, wo man jetzt genau wohnt. Und ich bin ja auch schon ein bisschen älter, also in der Zeit, früher gab es halt Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltserlaubnis und so weiter und vieles ist ja auch erkämpft worden. Ne? Und ich finde, da sehe ich halt auch in der Linken, sage ich mal, eine Hoffnung, dass es dann eben da weitergeht Richtung Gleichberechtigung auch im gesetzlichen Bereich. Ja, ich habe nochmal eine Frage an die Linke, also Bernd Rietzinger. Und zwar ist es vorhin schon mal angesprochen worden, dass man natürlich diese sozialen Fragen und Antidiskriminierungsfragen nicht trennen darf. Und es ist schon mal angeklungen, dass es da ja auch Auseinandersetzungen in der Partei gab. Wie realistisch seht ihr das denn wirklich? Also du hast jetzt vorhin auch diese Prozentzahlen genannt, wie hoch die Zahlen in den Gewerkschaften sind, die AfD wählen.
die Leute zu überzeugen, wenn nicht mal innerhalb der Partei dann Konsens sei, wenn es Leute gibt, die gegen Geflüchtete, also die da auch diese Sprache bedienen, die da auch spalten wollen. Und andersrum, was ist, also wie kann man jemanden überzeugen, die Linke zu wählen aus einem antirassistischen Impuls raus oder wenn ich für eine offene, emanzipatorische Gesellschaft für Vielfalt stehen will, wenn ich dann auch so Leute wie Sarah Wagenknecht mitwähle? Ja, kein Pressegespräch und kein Interview, ohne dass auf diese Frage kommen wird. Naja, ich würde mal sagen, wir haben diese Auseinandersetzung, was ja durchaus auch eine heftige Auseinandersetzung in der Linken war, geführt 2017 auf dem Parteitag und haben deutlich gemacht, dass bei uns das drin bleibt, dass wir für offene Grenzen sind, dass wir unsere Grundpositionen keinen Millimeter aufweichen. Und es gab keinen Gegenantrag, auch nicht von Sarah Wagenknecht. Er hätte auch keine Chance gehabt, weil man darf nicht die mediale Aufmerksamkeit einer Person oder eines Kreises verwechseln mit dem, was in der Partei im Konsens da ist. Also das ist schon halt, sie hat halt eine besondere Medienkraft, aber an der Basis und in der Partei selbst sieht es völlig anders aus. Also es gibt keine Partei, die so einen klaren Kurs gefahren hat die letzten Jahre zu den Geflüchteten, die keine einzige Verschärfung des Asylrechts mitgemacht hat, keinen Auslandseinsatz der Bundeswehr, was ja alles ein bisschen zusammengehört, und die für die gleiche Gesetze, also Wahlrecht, für die gleichen gesetzlichen Grundlagen eingetreten ist, und zwar gegen alle Widerstände. Also ich weiß noch, wie das im baden-württembergischen Landtagswahlkampf war und du bei Daimler Flugblätter verteilt hast zur Landtagswahl und die dich schier nicht angeguckt haben, wann zwischen uns dazwischen war. Selbst sogar im Osten, wo das besonders schwer war, war in der Frage Rassismus, Antirassismus, war die Linke immer klar. Und zwar zu Lasten von vielen Wählerstimmen im Übrigen. Also das ist da praktisch nicht so gewesen, dass es praktisch uns dort befördert hat. Insofern würde ich mal sagen, anfällig ist jede Partei, völlig klar, weil wir natürlich auch eine Linke sind mit unterschiedlichen Strömungen, unterschiedlichen Grundlagen und unterschiedlichen Sichtweisen. Das ist bewusst so gemacht, weil wir uns bewusst waren, wir kriegen keine linke Partei mit quasi so einer Kaderstruktur, die 8 oder 10% der Wählerstimmen bekommen kann. Sondern es geht nur als praktisch linkspluralistische Partei, ja, wo Sozialisten drin sind, linke Sozialdemokraten, die zum Teil eben ihre Geschichte, ihre Sichtweisen auch mitbringen. Aber es gibt inzwischen natürlich einen enormen Zulauf von jungen Leuten bei uns. Also wir sind im Westen die jüngste Partei, also von den Mitgliedern her. Und dort ist überhaupt keine Frage, dass Antirassismus und Antifaschismus, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit zusammengehören. Und deswegen, also da habe ich überhaupt keine Angst, irgendjemand, der bei uns einen Antrag stellen würde, die politischen Positionen aufzuweichen, würde keine 10% delegierten Stimmen kriegen. Das hat auch der letzte Parteitag nochmal klar gemacht. Aber natürlich, umso mehr du runtergehst, gibt es natürlich bei 60.000 Mitgliedern auch Mitglieder, die anders denken. Ja, völlig klar. Ich weiß ja, ich habe im Osten am Anfang 2012, wo ich gewählt wurde, Wahlkampf gemacht. Und da war es dann schon so, dass viele gesagt haben, wir wählen euch, trotz eurer Position zur Ausländerpolitik. Also damit sind wir nicht einverstanden. Also da war schon latent eine große Ausländerfeindlichkeit da. Haben uns trotzdem gewählt, wegen den anderen Punkten. Als dann die AfD kam, haben sie gesagt, jetzt werden wir euch nicht mehr legen.
dieser Position. Ja. Das hast du natürlich, trotzdem hat die Linke da einen klaren Kurs gefahren. Also man kann nie in die Zukunft sehen, aber ich bin überzeugt, dass wir dort weitgehend immun sind. Die sozialen Fragen gegen die Identitären stellt, da ist ja hochgefährlich. Also wenn gesagt wird, die Linke tut nicht genug für die sozial Ausgegrenzten oder für die Unteren oder auch für die Mittelschicht, was das auch immer für ein Begriff ist, weil sie quasi die identitären Fragen zu stark macht. Das ist im doppelten Sinne ein gefährlicher Move, weil es auf der einen Seite den Unteren sagt, die Linke tut da nichts mehr für euch, und den anderen, den antirassistischen Kräften, sagt, euch wollen wir ja gar nicht. Ja, also, und deswegen habe ich mich da auch ganz hart dagegen gestellt. Ich glaube auch, dass da die Partei insgesamt klar ist und dass eine wählbare Alternative, die, sagen wir mal, weniger, also die noch konsequenter wäre oder so, gibt es gerade nicht. Also ich glaube, die Linke hat ja die klarsten Positionen, aber dass es immer auch Querschüsse gibt, liegt eben in der Konstruktion der Partei. Aber ich glaube, man muss hingucken, wo die deutlichen Mehrheitsverhältnisse liegen. Man muss hingucken, wie das Programm ist. Das habe ich ja durchaus noch selber mitgeschrieben. Ja. Und das ist in allen diesen Fragen wirklich eindeutig und klar. Und wir haben, das letzter Punkt, inzwischen nicht wenige Mitglieder, die selber Migrantinnen und Migranten sind und die sich auch in der Partei organisieren und die sich zwar laut organisieren, also die auch sagen, wir wollen nicht, dass über uns geredet wird, sondern wir reden selber. Und wir wollen unsere Kultur einbringen, unsere Musik, unsere Ausdrucksformen und wollen, dass das in der Partei eine Bedeutung hat. Und diese Gruppe, die Migrantinnen und Migranten, haben sich formiert in der Partei und die spielen eine große Rolle. Also allein wenn du mal anguckst, in Baden-Württemberg von den Bundestagskandidatinnen und Kandidaten sind mehr wie die Hälfte Migrantinnen und Migranten. Das hat keine andere Partei. Und das drückt ein bisschen aus, dass sich da auch in der Mitgliedschaft ungeheuer was bewegt hat. Und da bin ich absolut der Meinung, eine linke Partei muss migrantisch und feministisch sein. Völlig klar. Danke, Bernd, für die Antwort. Gibt es denn noch Fragen? Genau. Dann, ich danke euch allen, dass ihr da wart, Bernd, Himmel, und auch für die Fragen, tollen Fragen. Und ich würde dann kurz zum Ende nochmal drei Veranstaltungen anteasern. Zumal am 5. September ist die Unteilbar-Demo auch hier in Stuttgart um 13 Uhr am Marienplatz. Dann am 14.09. kommt Janine Wissler nach Stuttgart und am 21.09. Gregor Gysi jeweils am Rotebühlplatz. Genau. Dann Dankeschön, dass ihr da wart.